Herzlich willkommen zum zweiten Video des Illustrator Grundkurses. In diesem Video geht es darum, wie ihr die perfekte Datei für euer Projekt anlegt. Ja, ich habe hier schon mal Illustrator gestartet. Bei mir kommt hier die Erneuerungsmeldung. Hier drücke ich einfach mal mit Fertig weg. Und das Einzige, womit wir jetzt quasi arbeiten, ist hier unter Neu. Ihr könnt auch eine Vorlage anlegen, dazu kommen wir gleich. Wir schauen uns erstmal unter Datei neu, wie man eine Datei überhaupt anlegen kann. Hier bekommt dann dieses tolle Fenster, wo man quasi die Datei einstellen und könnt das erstmal benennen. Ich nenne das jetzt hier zum Beispiel mal Illustrator Internet Icon, weil wir ein Internet Icon erstellen nur mit Illustrator. Da habt ihr hier verschiedene Profile für Druck, Webgeräte, Filme und Video und Film, einfaches RPG. Was sind die verschiedenen Sachen? Druck ist selbstverständlich, ist für, wenn man Sachen Printmedien, also Sachen ausdrucken möchte. Web ist fürs Internet gedacht. Geräte ist für iPhones, Android, Plus, alles selbst erkläre ich eigentlich. Videos sind und Filme sind für Videos und Filme gedacht. Und einfaches RGB ist quasi eine vereinfachte, beziehungsweise nicht wirklich schlechtere Version, aber eine andere Version fürs Web quasi. Wir möchten das Ganze für Web machen. Was ist der Unterschied zwischen Druck und Web? Hier ist es hauptsächlich eine PPI-Sache, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Wir haben hier Anzahl der Zeigeflächen, das heißt, wir bekommen dann eine große weiße Fläche, worauf wir arbeiten können. Das ist quasi wie ein leeres weißes Blatt Papier. Das können wir hier unten einstellen. Aber wir können halt quasi zwei weiße Papiere haben, aber vielleicht auf zwei verschiedenen Dings arbeiten. Ich arbeite eigentlich relativ, was eigentlich nicht wirklich ordentlich, glaube ich, ist, aber ich arbeite eigentlich immer auf einer Fläche alles zusammen. Man kann sich immer ein neues Datei erstellen und es wieder auf die andere Datei ziehen, also so ist es nicht. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wisst, aha, wir machen jetzt zum Beispiel verschiedene Icons, ich möchte bitte auf verschiedenen Seiten haben, könnt ihr jetzt zum Beispiel drei angeben und könnt dann hier einstellen, wie die angeordnet sein sollen, also von links nach rechts quasi alle nebeneinander. Oder von oben nach unten alle nebeneinander, so in einem Zickzack. Also es wird hier schön vorgezeigt, wie man das haben möchte. Ich würde es so am ehesten einstellen, aber jeder kann das einstellen, wie er möchte. Das bei einem. Und hier kann man dann noch, wenn man mehr macht, den Abstand zwischen den Blättern angeben. Hier unten kommen wir jetzt, ich gehe mal wieder auf Druck. Hier könnt ihr jetzt die Größe einstellen. Bei Druck haben wir hier die A4-Formate beziehungsweise auch anderen Formate, können aber hier auch manuell noch die Breite in Millimetern oder auch in anderen Einheiten, kann man hier einstellen, angeben. Ihr könnt machen, ob die Ausrichtung Hochkant oder Querkant ist und könnt einen Abschnitt einstellen. Das ist für, wenn man Druckmedien macht, eigentlich sehr relevant dafür. Das heißt, es kommt darauf an, wie ihr die Sachen druckt. Meistens, glaube ich, 2 mm oder 10 mm pro von einem DIN-A4-Blatt. Damit quasi, wenn man das Wetter rausdruckt, quasi auf diesem Rand was abgeschnitten werden kann und das dann nicht so schlimm wäre. Ihr habt dann hier noch erweiterte Versionen, die euch hier auch kurz vorne angezeigt werden. Hier geht noch den Farbmodus, bei Druck ist das immer CMYK. Hatten wir in einem Photoshop-Grundkurs schon besprochen, das sind dann einfach die Farben, die der Drucker drucken kann. Also, wenn ihr was für einen Druck macht, macht das mit dem Farbmodus CMYK. Rastereffekte sind 300 ppi, sollte mindestens sein, also immer auf 300 ppi, wenn ihr was drucken wollt, lassen. Dazu komme ich gleich nochmal. Und ihr könnt hier die Vorschau-Mode Standard, würde ich einfach lassen, ist nicht wirklich wichtig. Und dann auf OK drücken, dann erstellt euch die Datei. Wir gehen jetzt kurz in Web und schauen uns an, wie das aussieht. Ihr seht jetzt hier schon, wenn man das hier oben die Profile umschaltet, tun hier die Größenvorlagen sich quasi verändern. Hier könnt ihr quasi noch größer werden und könnt ihr jetzt, hier ist die Einheit jetzt auf Pixel automatisch umgestellt, weil wir sind jetzt im Internet quasi, hier würde ich einen Abschnitt eigentlich gar nicht vornehmen, weil sowas braucht man nicht. Ihr seht jetzt Internetfarbmodus ist RGB, warum? Bildschirme arbeiten mit RGB, also rot, grün, blau. Und bei Websachen würde ich auch RGB nehmen. Es ist natürlich nicht schlimm, wenn ihr CMYK nehmt, aber es ist besser, wenn ihr RGB nehmt. Hier habt ihr jetzt eine BPI von 72. Wieso keine 300 wie beim Druck? Ganz einfach, der Bildschirm braucht nur 72 ppi. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein DIN A4-Blatt ausdrucken würdet, also wenn ihr
jetzt auf dem PC einen DIN A4-Blatt erstellen würdet, mit 72 ppi sieht dafür unser Auge wirklich scharf aus. Wenn ihr das dann ausdrucken würdet mit 72 ppi auf eurem Blatt, würde es überhaupt nicht scharf aussehen. Also wenn man das Verhältnis hat, quasi am PC braucht man 72 ppi, auf dem Blatt braucht man 300 ppi, damit das auf beiden Sachen realistisch aussieht. Deswegen nutzt ihr 72 ppi, ihr könnt es hochstellen, aber es bringt nicht wirklich was, weil man der Bildschirm das nicht mehr wirklich erkennt. Deswegen könnt ihr es einfach so lassen und könnt dann auf OK drücken und eure Datei erstellen. Das ist dann hier ganz einfach. Habt ihr hier kam gerade, Entschuldigung, das ist wahrscheinlich durch das neue Update, was gerade gekommen ist. Ihr habt hier jetzt eine weiße Fläche. Das ist eure Arbeitsfläche, wo ihr jetzt mit euren Werkzeugen drauf arbeiten könnt. Und ja, so erstellt man eine Datei in Illustrator. Ich hoffe, ich hab's euch beigebracht. Ihr könnt die Datei natürlich dann noch unter Speicher unter als einen Pfad angeben, wo ihr es abspeichern möchtet und könnt dann hier quasi es als Illustrator-Datei oder auch als andere PDF und auch andere Dateien. Ich rate euch, wenn ihr es als Projektdatei ablegt, tut es als Illustrator-Datei ab. Links am besten könnt ihr auf Speichern drücken und dann seht ihr nochmal, welche Version von Illustrator, wenn ihr quasi jetzt jemanden schicken wollt, der eine ältere Version von Illustrator hat, wie CS6 oder halt weiter runter. Könnte man es auch als das abspeichern, aber ich würde es immer als CC-Version abspeichern, wenn ihr es selbst zum Bearbeiten nutzt. Wenn es hier als PDF-kompatibel machen, das heißt, dass ihr es mit dem Adobe PDF-Reader anschauen könnt, ohne dass ihr das Programm öffnen könnt, rate ich immer sehr. Und ich würde ehrlich gesagt die Komprimierung lasse ich meistens raus, weil ich habe irgendwie dezent Angst, dass meine Dateien quasi runtergerendert wird und es nachher schlechter aussieht. Kann aber auch total falsch sein. Es ist einfach nur ein Gefühl, was ich habe. Deswegen mache ich den Haken gerne raus. Könnt, aber es ist nicht schlimm, wenn der Komprimierungshaken drin ist. Dann könnt ihr auf OK drücken und dann wird die Datei abgespeichert. Ja, das war's mit dem zweiten Video des des Illustrator-Grundkurses. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, ich hoffe, bis dahin könnt ihr gerne noch ein paar andere Videos auf meinem Kanal anschauen. Ihr bekommt Illustrator ab nächste Woche oder schon diese Woche, jeden Samstag und Sonntag. So viel ich weiß. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, schaut auf jeden Fall, abonniert den Kanal kostenfrei, dann seht ihr, wenn ein neues Video online ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen und ihr wisst jetzt mal, wie ihr eure Datei richtig anlegt und dann richtig gut in Illustrator arbeiten könnt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Crazy Game.